Mit medizinischem Marihuana machen die Arzneimittelkonzerne bereits Milliardengewinne. Aber die Zukunft ist diese Graspille. Ich habe da meine Zweifel. Hören Sie, niemand wird bestreiten, dass auch Buzz Aldrin auf dem Mond war. Aber selbst ein kompletter Vollidiot weiß, dass Neil Armstrong der erste Mensch war. Und wissen Sie, weshalb er der erste war? Weil er die Pussy Aldrin weggestoßen und so den Verlauf der Geschichte bei den Eiern gepackt hat. Also, das gefällt mir. Du steckst in verdammten Schwierigkeiten, Harold. Du bist pleite. Habe ich kein Geld mehr? Nein, du hast überhaupt nichts mehr. Harold! Du fliegst morgen nach Mexiko. Was? Du musst dort nur die Rezeptur für die Graspille im Labor abliefern. Buenos dias. Ich weiß, ich soll nichts aus der Minibar nehmen, aber ich mach's trotzdem. Das ist mir sowas von scheißegal. Ich lass mich jetzt volllaufen. Salut. Orale! Fuerte, cabrón. Was ist los? Ich wurde entführt. Ich bin irgendwo in Mexiko mit einer Knarre am Kopf. Was für ein Jammerlappen. Harold, ich muss dir was erklären. Ich will das Rezept. Früher haben wir das Zeug an die Kartelle verkauft. Dass wir damit aufgehört haben, macht ihnen schlechte Laune. Was soll die verdammte Scheiße? Was ist das für eine beschissene Scheiße? Ich kenne da einen Typ. Ich hab Diktatoren aufgespielt. Da werde ich doch so mickrigen Schreibtisch vor uns erfinden. Was verlangen die? Die wollen 5 Millionen. Was? Pesos? Dollar! Was ist das? Ein initiierbarer Mikrochip. Okay. Ich muss dich im Auge behalten. Ich hab Angst vor Spritzen. Ist ja gut. Okay. Geschichten über große, böse Kartelle machen mir keine Angst. Ich weiß, wie das läuft. Nicht in Mexiko. Harold. Gringo. Oh, heiliger Allmächtiger! Ernsthaft, du glaubst an Gott? Natürlich glaube ich an Gott. Was für ein Mensch glaubt nicht an Gott? Ich schätze, ich irgendwie auch, aber nicht... Die Dinge werden sich für dich zum Guten wenden. Vertrau mir, ich habe ein Gespür dafür. Let's go.